2020 könnte gar nicht frischer sein und ihr Detektiv Conan Finn fragt sich natürlich, was passiert in diesem Jahr. Wir werden ein bisschen darüber reden. Nach dem Intro erfahrt ihr hoffentlich einige Meinungen, die ihr auch so empfindet. Vielleicht sind es aber auch schon Lösungen oder vielleicht zukünftige Ereignisse, die eintreffen werden. Was geht ab, meine lieben Leute? Ich bin Skadoakian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Podcast, zu dem ersten Podcast im Jahre 2020. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr habt euch wirklich Vorsätze gesteckt, ausgesucht, die ihr auch wirklich einhalten könnt und auch wollt und nicht einfach im Trott der Silvester-Euphorie mitgefiebert habt, mitgeeifert seid und einfach im Eifer des Gefechts gesagt habt, jo, das und das mache ich. Und dann sind es einfach eh nicht ernst gemeinte Sachen. Und wenn man etwas nicht ernst meint, kann man es halt einfach beim besten Willen nicht durchziehen. Also 2020 ist ein tolles Jahr, ja, klingt schön und ich bin der Meinung, dass dort ziemlich vieles passiert. Es sollte klar sein, dass das Ganze, was ich jetzt erzähle, mehr oder weniger Spekulation sind. Meiner Meinung nach geht es aber über Spekulation, denn wir haben diverse Anhaltspunkte. Das heißt, man könnte es sogar als Theorien-Podcast auslegen, was in diesem Channel ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft passiert ist. Also, Anfang Mitte April kommt der 24. Detective Conan Kinofilm The Scarlet Bullet raus. Das heißt, wir wissen, Shuichi Arkai, die Familie Arkai, ist im Hauptfokus. Das wissen wir und wir wissen auch, dass es eigentlich seit knapp 5, 6, 7 Filmen immer so ist, dass wir im Manga etwas bekommen haben, was uns den Einstieg in den Kinofilm erleichtert hat. Das Ganze wird also im Manga vorbereitet zur Story. Das heißt, wenn es um die Familie Arkai geht, ist es dann nicht, ich sag mal, weit vom Radweg abgedacht, dass wir einfach damit rechnen können, dass die Familie Arkai weiter behandelt wird. Und ja, es gibt Fragen, die im letzten Jahr geklärt wurden. Warum heißt Shuichi Haneda nicht Shuichi Arkai oder Shuichi Sera? Er hätte ja auch quasi den Mädchennamen der Mutter annehmen können. Das Ganze wurde ja geklärt. Shuichi Haneda wurde von der Haneda-Familie adoptiert im Einverständnis der Arkai-Familie, um dann quasi das Erbe von dem berühmten Shogi-Spieler, nämlich Koji Haneda, letztendlich vollende bringen zu können und Meister von allen Shogi-Weltmeistertiteln zu sein. So weit, so gut. Wir wissen auch, dass der Koji Haneda-Fall, wo Koji Haneda und Amanda Hughes getötet wurden, der ausschlaggebende Punkt in der ganzen Kette war, wo quasi das Verschwinden des Vaters angefangen hat. Tsutomu Arkai wurde ja vom Vater von Koji Haneda gebeten, sich das Ganze anzugucken. Moment mal, das Ganze ist doch kein Unfall, das ist ein Mord. Und wir wissen auch, dass die Familien gut zueinander standen und seitdem hat man nie wieder was von Tsutomu Arkai gehört. Er gilt quasi als tot. Des Weiteren ist es aber noch nicht alles und zwar ist auch die Mutter, nämlich Mary Sera, geschrumpft. Wir wissen auch gar nicht, warum. Ja, wir haben dazu mal einen ganz guten Podcast gemacht. Da haben wir ungefähr den Zeitraum festgenagelt, wo Mary quasi, in welcher Zeitspanne sie geschrumpft hätte werden müssen. Von wem, weshalb und warum ist quasi noch offen. Das Ganze ist nicht geklärt. Und ich habe euch jetzt mehr oder weniger schon eingeführt langsam in die Thematik, worum es gehen könnte. Ich persönlich glaube, dass wir also in diesem Jahr einen offiziellen Auftritt von Tsutomu Arkai kriegen werden. Dass wir quasi eine Antwort auf die Frage kriegen werden, was ist denn mit ihm? Ja, wo ist sein Verbleib? Wie sieht sein Verbleib aus? In welcher Art und Weise ist er quasi die ganze Zeit da gewesen? Was hat er getan? Wo ist er? Wie alt ist er? Alle Fragen, die wir uns stellen, bla bla bla. Hat er vielleicht eine neue Familie? Wir wissen es nicht. Der ganze Verbleib rund um Tsutomu Arkai wird aufgeklärt. Davon gehe ich fest aus und ich gehe auch davon aus, dass die Familie Arkai in diesem Jahr vereint wird. Wir wissen ja auch, dass Shuichi weiß, dass Shuichi noch lebt. Wir wissen aber auch, dass er seiner Mutter noch nichts erzählt hat, dass ihr Sohn lebt. Denn Mary geht ja davon aus, dass ihr ältester Sohn Shuichi Arkai tot ist, ja. Und wir wissen auch, dass Masumi den Verdacht hat, dass Subaroki in Wirklichkeit Shuichi ist. Da gibt es aber keine offizielle Bestätigung, obwohl ich das eigentlich glaube, dass sie es glaubt, ja. Soweit, so gut. Also, Verbleib von Tsutomu Arkai und des Weiteren wird geklärt, wo Mary geschrumpft wurde, wann sie geschrumpft wurde, wer sie geschrumpft hat und in welchem Kontext das Ganze passiert ist. Davon gehe ich auch fest aus. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir wissen, dass Mary eigentlich so eine Art Gegenspielerin von Conan ist. Ja, sie hat immer mal ihre Tochter Masumi mal sehr, sehr, ich sag mal, auf Abstand gehalten, zumindest freundschaftlich. Wir wissen ja, dass
Masumi weiß, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist und dass Mary ihre Tochter angestiftet hat, herauszufinden, wie er überhaupt ab und zu mal in seinen Ursprungskörper zurückkehren kann. Ich glaube also auch, dass Masumi in diesem Jahr Erfolg haben wird. Sie hat ja mal probiert, Aihaibara, also Shiomieno, ein bisschen zu bequatschen. Ja, Moment mal, weißt du was mit Conan? Komisch und so weiter und so fort. Also wird es eine finale Aussprache geben. Das heißt also auch, dass Mary ihre unbegründete Angst Conan gegenüber verschwinden lässt, ja, minimiert, auf Abstand fährt und es quasi dann so eine Art Allianz geben wird. Davon gehe ich fest davon aus, dass sie auch mit offenen Karten spielen. Es gab ja auch noch nicht, meiner Meinung nach, eine offene Aussprache, dass Conan zu Masumi gegangen ist und gesagt hat, yo, ich bin Shinichi Kudo. Da gab es meistens immer nur so zwischen den Zeilen irgendwelche Anspielungen, aber keine direkte Aussprache. Die wird es auch geben. Und ich denke mal auch, es wird die Aussprache geben, dass Mary und Masumi dann letztendlich davon erfahren werden, dass Aihaibara Shiomiano ist und auch das Gegengift herstellen kann, was zwar nur immer temporär wirkt, aber immerhin ist es etwas. Davon gehe ich also auch fest aus, also die ganzen offenen Fragen rund um die Familie Arkai. Diese werden meiner Meinung nach in diesem Jahr gelüftet. Darüber hinaus gehe ich auch davon aus, dass Rum wurde sehr, sehr lange inszeniert. Wir wissen, es gibt drei Kandidaten. Das gab es jetzt als offizielle Bestätigung in einem Interview von Gosho Aoyama, dass Kaninori Wakita, Rumi Wakasa oder Hiyoe Kuroda einer von den dreien Rum sein muss. Einer von diesen dreien ist Rum und das ist auf jeden Fall eine schöne Ansage gewesen. Das ist dann die offizielle Bestätigung. Wir wissen ja auch, dass alle drei Personen im letzten Jahr gehighlightet wurden und meiner Meinung nach ist es schon fast unausweichlich, in diesem Jahr Rum nicht zu lüften. Also ich gehe auch fest mit der Enthüllung Rums aus, also von einer Enthüllung Rums. Ja, des Weiteren glaube ich auch, dass wir noch etwas über Anokata herausfinden werden. Wir wissen, Anokata ist Senya Karasuma, aber der Verbleib ist auch noch geklärt. Wie hat der überlebt? Wie ist es möglich? Und so weiter und so fort. Das Ganze wissen wir nicht. Basti, Max und ich haben einen wunderbaren Podcast dazu gemacht. Der epische Podcast zum quasi 10.000 Abonnenten-Special. Link ist auf jeden Fall nochmal unten in der Beschreibung. Wenn nicht, dann einfach googeln. Da haben wir ziemlich genau und ziemlich viel rund um den Fall erzählt, was quasi möglich sein könnte. Und wir haben auch noch ein paar Sachen, die schon ausgeschlossen wurden, ausgeschlossen und nochmal betont, dass diese gar nicht so passieren können. Ja, also der Kinofilm, habe ich ja auch schon erwähnt, Kinofilm 24 ist auf der Karte. Dann wird es wahrscheinlich weitergehen mit der Wyatt Police Story. Wir wissen, es gibt einen Spin-Off neben Zero's Tea Time, welches die Polizeiakademie behandelt, um genauer zu sein, die Freunde rund um Amuro. Wir haben ja viel über Date zum Beispiel erfahren, aber das, was wir erfahren haben, ist quasi nur von Erzählungen, von irgendwelchen Bildern. Ja, das heißt, wir haben ihn noch nie wirklich in Persona erlebt. Genauso Matsuda, da haben wir eigentlich auch nur Flashbacks. Das heißt, die ganzen toten Leute, die in der Polizeiakademie berühmt waren für die Story, die wichtig sind, ja, haben dort quasi ihre Screentime und das freut mich besonders. Ja, das ist für die Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand hinaus von Detective Conan schauen wollen. Das ist meiner Meinung nach auch schon alles in diesem Jahr, was wir so rat erwarten können. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir mehrere Anime-Ausstrahlungen kriegen werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es jetzt immens mehr sein wird als im vorherigen Jahr. Dort hatten wir ja vielleicht 10 oder 12 Anime-Episoden, die quasi auf dem Manga basiert haben. Das ist natürlich ein bisschen schwach. Was wir bekommen haben, habe ich euch auch im Rückblick 2019 erklärt, ist jedoch eine ganz, ganz schöne Menge. Es wurde viel animiert und mal gucken, vielleicht gibt es ja sogar noch das ein oder andere Special, was dort rauskommen wird. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und das war's eigentlich auch von mir hier an dieser Stelle. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr für realistisch? Was glaubt ihr passiert in diesem Jahr noch besonders? Vielleicht gibt es ja auch ein paar Punkte, wo ihr sagt, Moment mal Alex, das kann gar nicht sein. Das Ganze wird jetzt hier noch gestreckt, Rum wird vielleicht erst in 2 Jahren gelüftet oder. Schreibt mir das in die Kommentare, würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und wie gesagt, ich wünsche euch allen ein schönes Jahr. Setzt euch nicht so viel unter Druck. Probiert an euren Prinzipien festzuhalten. Seid ein guter Mensch. Helft ein bisschen anderen Leuten, greift anderen Leuten unter die Arme, die es vielleicht selbst nicht können. Seht das Ganze wie so eine Art Spiel. Ja, umso mehr Gutes ihr tut,
umso besser gefüllt ist euer Karma-Konto und irgendwann kommt es vielleicht zurück. Aber tut nicht nur Sachen, ja, einfach nur, weil ihr dann denkt, ich habe jetzt was Gutes getan und irgendwann muss mir einer was Gutes tun. Darauf solltet ihr bitte nicht vertrauen. Also meine lieben Leute, ich bin raus. Ich hoffe, diese erste Podcast in diesem Jahr hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai. We'll be right back.